ein Buch mitgebracht, das mich sehr inspiriert hat. Mhm. Und kann ich mal kurz hier zeigen. Was ist das? Lass mal hier. Mal sehen. Was ist denn hier? Ja, gucken Sie mal. Ach so. Ja, da hast du ja schon. Die Kunst des Liebens. Ja, hast du ja so oft schon gesagt. Oh mein Gott, ja. Das ist interessant, weil wir lernen ja eigentlich, dass Liebe nur davon abhängt, die richtige Person zu finden. Okay. Das versuchst du mal. Ja, aber wir alle suchen die ja, aber das ist ja nicht suchen, das kommt ja auf dich zu, wenn du dich mit Liebe erfüllst in deinem Herzen, wenn Liebe in deinem Herzen ist. Aber wenn du zu Hause mit deinem Hintern sitzt, na, und natürlich. Kannst du auch nicht immer... Ja, richtig, aber wenn du dich wirklich, wenn du dich in eine liebevolle Person entwickelt hast, dann gehst du natürlich raus in die Welt und machst mit, ne, und hast Spaß und zeigst dich den Leuten und gehst mit die Leute und dann kommt es natürlich auch auf dich zurück eventuell. Weil das Problem, das ich gesehen habe, ist, dass dieses Suchen nach dieser einen Person, das wird natürlich auch durch Hollywood, diese ganzen romantischen Filme und diese Schnulzen, diese Romane, ne, gezeigt. Ach, diese Person, ich kann ohne dich nicht leben und so. Aber da hat er sehr viel darüber geschrieben, dass Liebe eigentlich eine Einstellung ist dem Leben gegenüber. Aber das ist natürlich schwierig, das zu erkennen, weil wir wachsen auf in einer Welt, mit so viel Chaos und so viel Ungerechtigkeit, ne? Und wir alle kämpfen um unser eigenes Glück oder für unser eigenes Glück. Ich habe das einmal mit meiner, kann ich ja sagen, dann wird es ja nie sehen, Casey, den habe ich in Amerika kennengelernt. Mhm. Nachdem ich mit ihr 2 Monate oder 3 Monate war, völlige Liebe, unglaublich, das war, wir waren ja, so eng. Ich weiß, du hast immer geschwärmt. Und dann ist was passiert, was, ja, zugegeben, war schwierig. Und da ist auch mit mir was rausgekommen, was nicht so gut war. Aha. Aber danach hat sie sich so abgewendet und wurde so kalt mir gegenüber. Und da hat sie was auf Facebook gepostet, was ich wirklich so hart fand. Da hat sie gesagt, oh, das hat war Spaß, der Nächste bitte. Nein. Hat sie gesagt, hat sie wirklich, ne? Und so ist es im Leben. Wir gehen von einer Person zur Nächsten, zur Nächsten, zur Nächsten und wir suchen was. Na, da hast du auch nichts verloren. Ja. Wenn sie so reagiert, dann hast du nichts verloren. Ja, aber es ist interessant, diese Reaktion, ne? Und wie kalt. Der Nächste bitte. Ja. Und was ich nie verstanden habe in meinem Leben, ich meine, in gewisser Weise verstehe ich es schon, aber ich finde das unglaublich eigentlich, wie zwei Menschen, die zusammenkommen, die sich ineinander verlieben und die eine wunderbare Beziehung haben und dann irgendwas passiert, was eine Person nicht mag oder was auch immer, dann trennen sich die Menschen und dann oft ist es so, dass die Menschen einander hassen. Ja. Wie kann das sein? Kann das wirklich Liebe sein, wo man erst jemanden liebt und dann ich hasse mir fällt dich? Gerade diese Schnulze ein. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der Ecke schon ein anderer steht? Ja, richtig. Weißt ja, du, ja. Da muss ich an diese Geschichte, die muss ich erzählen, von der Gese, ja. Ja. Vorhin gesagt, der Nächste bitte.